Willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, wir starten heute in Deutschland und ich habe hier schon ein paar Pferde auf die Weide gebracht, Victorias. Dann sind die Stufe 3 Victoria jetzt erstmal in der Oase verschwunden. Und genau, aber es ist schon soweit, den können wir verkaufen, denn die Stufe 2 Victoria Pferde werden wir alle verkaufen müssen. 42 Diamanten bringt er uns. Und ich würde sagen, dann machen wir das gleich mal. Dann habe ich hier leider kein Glück. Also ich hatte schon Glück. Ein Standard-Einhorn Stufe 4 ist jetzt bei uns. Die Abia. Ein Stütchen. Sprung auf Gold mit Krönchen ist nicht verkehrt. Aber dafür Tempo und Ausdauer nur Silber mit einem Schleifchen. Aber okay. Das ist sie. Ja, sehr, sehr interessant doch jetzt mit diesem Horn. Ist aber nicht so ganz verkehrt. Es ist immerhin nicht so diese Wunderkerze mehr auf dem Kopf. Ja, leider hatte ich jetzt noch kein Glück und habe jetzt leider keinen Stufe 4 Hengst zum Züchten gefunden, sonst hätten wir das versucht. So können wir sie uns aber dann in der Dressur oder vielleicht auch im Rennen mal anschauen. Können wir mal gucken. Es gibt bestimmt noch... Ah, hier. Da müsste ich eigentlich mal weit genug kommen. Ja, mal schauen, ob wir das hinkriegen mit der Ausdauer. Und der Geschwindigkeit, 600 Meter zu schaffen. Wir gucken mal. Wenn nicht, muss ich das später nochmal machen. So, immerhin den Startboost bekommen wir. Ja, die anderen Zuchten sind auch noch nicht so weit. Deswegen können wir heute leider dann erstmal nicht züchten, aber wir werden auf jeden Fall nochmal auf das Spielbrett gehen. Da gibt es dann wieder die diese lila Coupons heute zu gewinnen. Und ich würde sagen, da versuchen wir einfach mal unser Glück. Doch. Also die 600 Meter könnten wir mit ihr auf jeden Fall schaffen. Da bekommen wir wenigstens nochmal zwei Rubine. Was nicht verkehrt ist, dann für die nächsten Zertifikate. Dann müssen wir uns genau die Dressur nochmal anschauen. Die nächsten Dressursieger sind bekannt gegeben worden. Das ist auch sehr interessant. Leider habe ich jetzt nur 900 Diamanten oder so. Und ich weiß auch nicht, ob ich genug Diamanten rechtzeitig zusammenbekomme. Wahrscheinlich eher nicht, weil wir ja nur 7 Tage Zeit haben. Wobei eigentlich sind 2 interessante Pferde dabei. Was es noch schlimmer macht. Oh, jetzt aber mit der letzten Ausdauer nochmal den Booster bekommen. So kommen wir nochmal ein paar Meter weiter. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass wir die 1200 Meter noch schaffen. Genau, der Booster ist... Wir sind noch durch, aber es zählt nur 1190. Das heißt, wir hätten den Meilenstein jetzt nicht bekommen. Den zweiten. Ja, wir sind jetzt aber erstmal auf Platz 2. Genau, und zwar Dressursieger. Einmal das Rotfeuerpferd, also der Rotfeuerfisch in Pferdegestalt. Der ist ja echt ein hübscher. Und aber auch der Orca. Und da der Orca ja doch noch neuer ist, sozusagen, hätte ich den, glaube ich, bevorzugt. Die kosten beide 2900. Also theoretisch bräuchte ich so rund 6000 Diamanten, was ich aber nicht hinbekommen werde. 2000 Diamanten müsste ich noch sammeln für den Orca. Auch das wird knapp. Also, tja, mal schauen. Wie sieht es denn hier aus? Achso, der kann eigentlich auch erstmal trainieren. Ja, soll der Zuchtstall jetzt erstmal frei bleiben. Die andere Standard-Einhornzucht, wenn die dann beendet ist, werde ich auch schauen, dass ich die Stufe 3er soweit alle trainiere. Und
viele verkaufen, sagen wir es mal so, dass wir wenigstens erstmal ein Zuchtpärchen noch da behalten. Gut, wollen wir mal gucken, was in der Dressur... los ist. Wir können ja mal schauen. Ich hoffe, dass sie daran teilnehmen kann. Die Dalera ist so gut wie fertig mit ihrem Training. Die braucht hier jetzt noch diese Einheit abschließen, dann die nächste, das nächste Training noch und dann ist sie fertig. Das heißt, dann können wir schauen, dass wir mit ihr auch mal dran teilnehmen. So, hier sind die Abias. Ja, da ist sie. Mitteltrab und Galopptraversale. Okay, das ist ja zumindest schon mal ganz gut. Sie kann die Galopp-Pirouette lernen und den fliegenden Wechsel. Finde ich auch gut. Ja. Damit steht sie auf jeden Fall erstmal mit. Gut, Mene ist jetzt nicht so mein Favorit, aber ist okay. Sie sieht doch ganz schick aus. Ist zwar ziemlich gut in Bewegung, backt deswegen auch so ein bisschen. Naja, gut. Gucken wir uns das erstmal. Dann würde ich sagen, starten wir noch meine Dressur. Ach nee, Bestenliste. Das ist. Wer ist denn hier gerade vorne? Gut, das ist der erste Tag, ne, da ist das noch nicht so. War das Winnie? Ist das Winnie? Nee, Ariel, ich wollte gerade sagen. Hätte ich jetzt nicht verstanden, wie. Aber. Na gut. Nee, hier müssen wir hin. Tja, da müssen wir aber erstmal schauen. Ich habe jetzt doch irgendwie Lust, so ein paar Fantasiepferde zu trainieren. Und wenn das Onyx-Einhorn da ist, hoffe ich, dass wir es recht schnell züchten können und dass es auch gleich daran teilnehmen kann. Dann wäre das definitiv auch eines meiner Favoriten. So. Der Mitteltrab. Ich finde es immer gut, wenn die Pferde das von Anfang an können. Schick, schick. Ja, doch, also so schlimm finde ich das Horn jetzt nicht. wahrscheinlich, weil ich mich schon darauf eingestellt habe. Sei ja, war schon ein bisschen irritiert, als ich das gesehen habe, aber das ist okay, würde ich sagen. Für mich ist das okay. So, und dann versuchen wir jetzt aber mal unser Glück auf dem Spielbrett. Ich schaue lieber noch mal vorher nach, wie viele Punkte brauchen wir denn überhaupt zum Erweitern. Hier 400. Okay. Ich glaube 330 in Montana oder Frankreich. Achso, genau, die Oase hier ist ja auch fertig aufgewertet. Da können wir dann bald noch ein Pärchen reinstellen. Wie gesagt, die Victoria-Pferde waren die ersten, die eingezogen sind. So. Ja, wir hätten auf jeden Fall die Chance, theoretisch. Wir kriegen die 200. Gut. Jetzt haben wir definitiv praktisch die Chance, eine Oase durch diese Coupons zu erweitern. Aber wir gucken natürlich trotzdem noch mal so ein paar mehr. Schaden ja nicht. Jetzt müssten wir 425 haben. Das heißt, theoretisch können wir uns auch eine teure Erweiterung leisten. Und dann dann bekommen wir ja trotzdem die Diamanten wieder, ne? Oder? Für die Stufe? Wäre es dann nicht sinnvoller? Hier in
Deutschland oder in Großbritannien die Oase zu erweitern. Wobei ich glaube, in Deutschland kriegen wir jetzt Diamanten wieder, in Großbritannien glaube ich eher noch nicht. Ist jetzt so die Frage. Es ist sinnvoller, wäre wahrscheinlich sinnvoller, wenn ich wirklich versuchen möchte, den Orca zu bekommen. In erster Linie. Da die Coupons auszugeben und dann müsste es ja trotzdem die Diamanten für die Stufe geben. Wäre wahrscheinlich das Sinnvollste. Gucken wir mal. Ja, wenn es in Großbritannien Diamanten wiedergegeben hätte, hätte ich die wahrscheinlich erweitert. So, naja. So ein paar Schritte können wir noch machen. Vielleicht kriegen wir hier die Ausrüstung noch. Wobei ich es ein bisschen schade finde, das sieht sehr danach aus wie dieses Meerjungfrauen-Set. Oh, ja, jetzt schmiert er ab. Aber die Punkte müssten uns sicher sein. Hoffe ich. Genau, dieses Meerjungfrauen-Set, was wir als Monatsbelohnung bekommen haben für das Jahresabo. Und das finde ich dann halt so ein bisschen schade, wenn dann wirklich selbst jetzt diese Ausrüstung hier in einem Event zu erhalten ist. Das heißt, die Vorteile von dem Jahresabo sind dann ja nicht mehr so hoch. Gut, die Pferde, klar, durch einen Bug war es mal möglich, das Engelpferd zu erhalten, ohne das Jahresabo zu haben. Ist natürlich dann nicht schön, aber das hier ist ja geplant. Sagen wir es so, ne? Das ist ja gewollt. Und das finde ich halt so ein bisschen schade. Schön natürlich für alle, die das Jahresabo nicht haben dürfen. Oh, wir kriegen sogar noch die 50 Punkte. Ja, ob wir die 100 noch bekommen. Ich meine, wir haben ja noch ein paar Schritte zum Glück. Na, diesmal jetzt nicht. Aber wir haben zumindest dann bald die Schritte für die Ausrüstung. Oder zumindest den ersten Teil. Den zweiten Teil gibt es ja bei 900 Schritten oder sowas. Da können wir gleich nochmal schauen. So, 5, okay. Theoretisch, nee, kriegen wir jetzt noch nicht. Jetzt haben wir die Chance und wir laufen drüber. Okay. Jetzt wird es aber spannend gemacht, aber jetzt haben wir auch die Schritte erreicht. Genau, und das sind genau 900 für den zweiten Teil der Ausrüstung, 600 erstmal da bekommen für ein paar Diamanten und für ein Coupon 1200 Schritte. Na gut, machen wir das jetzt noch fertig und dann gucken wir mal, wie wir mit den Punkten die Oase erweitern können. Nee, da haben wir jetzt erstmal kein Glück. Vielleicht versuche ich es dann später nochmal. Ich versuche jetzt erstmal wenigstens wieder über die Ziellinie zu kommen. Dann haben wir eine Runde noch abgeschlossen. So. Okay. Ich würde trotzdem sagen, es war recht erfolgreich. Ne? Wir haben ja doch ordentlich Coupons gesammelt. 475. So, Stufe 19 wäre das. Sieht die Weide auch noch schlimm aus. Vielleicht können wir ja noch wen. Oh, 475, aber Stufe. Achso, das wäre ja schon Stufe 20. Boah, das wäre so gut wie alles, was wir haben. Aber Stufe 20 bekommen wir keine Diamanten wieder. Ist natürlich auch, wenn wir keine ausgeben. Aber mich würde das interessieren. Eigentlich geht es ja nur darum, die Stufe zu erreichen. Und wenn es jetzt die Möglichkeit gibt, mit Coupons das zu erreichen, das kriegen wir doch trotzdem Diamanten wieder. Na gut, wir gucken jetzt erstmal, hier können wir, okay, ja nicht, aber Stufe 1, ne? Hm.
Muss ich nochmal gucken, ob ich irgendwo anders einen anderen Stufe 1 Hengst habe. Aber die hier können trainieren. Schicken wir sie jetzt einfach mal alle Rockboys los bei denen hier. Ich meine, ich habe einen Hengst als Stufe 3. Das heißt, ich muss auf jeden Fall die Stute behalten. Aber da gucke ich gleich nochmal nach. Gut, dann würde ich sagen, machen wir die Erweiterung erst nochmal in Deutschland. Vielleicht, na gut, 2 Wochen haben wir noch. Vielleicht kriegen wir ja nochmal genug für die Oase hier. Wobei das natürlich verdammt viel Glück wäre, wenn wir das kriegen. Aber noch besteht ja theoretisch zumindest die Chance. Gut, dann Stufe 19, 400. Kann ich das irgendwie auswählen? Obwohl, der wird ja wohl keine Diamanten nehmen. Wir haben ja eh zu wenig. Okay, es wird jetzt erweitert. Verkürzen wir hier mal. Oh, das bedeutet, wenn wir verkürzen, 2 Tage, 2 Stunden. Morgen können wir nochmal verkürzen. Also ich denke, da heute Montag ist, Mittwoch spätestens, sollte die Oase soweit sein, dass wir sie eröffnen können. Und dann, ja, bin ich mal gespannt. Gut, ich glaube, dann haben wir heute aber alles geschafft. Ach so, habe ich sie... Ach genau, sie hatte ich aus Großbritannien rübergeholt. Eben weil ich auf Stufe 3 den Hengst hatte, bin ich mir ziemlich sicher. Aber gut, an die Oase komme ich jetzt nicht. Jetzt ist schlecht. Jetzt muss sie hier erstmal ein bisschen warten. Also dann kann ich sie auch mit trainieren schicken, ne? Na gut. Und der Standard-Einhorn wartet hier noch, bis ich einen Partner gefunden habe. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss!